Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück in Train Sim World 2. Richtig, Checo hat Blut geleckt, weiterhin in Vorbereitung auf Train Sim World 3. Und ich bin weiterhin so blank hinter den Ohren zu diesem ganzen Thema, wie man auch so einen Zug halbwegs solide steuert. Und alles, was sonst noch dazu gehört, zur Technik, zu Signalverhalten, Signalkunde und Katastrophe und Sicherheitssysteme, noch größere Katastrophe. Von daher tut's nur gut, wenn ich mich weiter ein bisschen vorbereite, sukzessiv, gemeinsam mit euch sehr gern, um einfach bei TSW 3 zum Release nicht ganz so, ja, ganz so laienhaft dazustehen. Ich habe mir noch einen DLC vor geraumer Zeit geholt zum DGW Duplex. Den würde ich heute auch gerne einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das Ding ist gar nicht so einfach. Bei mir sowieso nichts einfach hier. Von daher werde ich das Training, das Tutorial durchlaufen. Wenn ihr Bock habt, bleibt dran. Ansonsten schaltet halt ab. Würde ich verstehen. Und wir gucken mal, wie ich das meister. Von daher sage ich erstmal viel Spaß mit dem Video und wir legen einfach mal los. Warum übrigens kein Duplex steht hier in diesem Vorschaubild im Bahnhof, verstehe ich schon mal gar nicht. Und wir könnten die Streckenführung kennenlernen. Ich will aber eigentlich zuerst das machen, die Einführung zum TGW Duplex, die Series 200 müsste es sein. Von daher starten wir damit einfach mal und legen los. Ja, DLC, wie gesagt, für wenig Geld vor 3, 4, 5, 6 Wochen irgendwo bei Steam geschossen, hat gepasst. Jetzt komme ich ja nicht mal dazu, das Ding anzuwenden. Freue mich drauf. Mal gucken, was uns erwartet. Und jo, ich cutte auch so ein bisschen, dass ihr nicht die ganze Laverei von dem Yogi hier mithört. Ja, servus und willkommen. Also von daher, vielleicht kann ich so ein bisschen für euch runtercutten. TGW Duplex in Cameo-Lackierung zu fahren. Steigen Sie ein, um zu beginnen. So, also auf geht's. Taschen, Tür auf, rein, Emil. Tür Sie auf zu. Lokführersitzplatz. Und hier werden Sie L für meine Kopflampe. Aber ich komme hier nicht nach hinten rein, gell? Nee, das geht nicht. Okay, wieder aus, orientierungslos wie eh und je, zack, vorne rein, er macht erstmal alles auf hier, Freunde, Tür zu, Schuppentür zu, draufsetzen, so, zuhören. Um zu beginnen, beenden Sie das aufgerüstete Abstellen, damit Sie diesen Zug übernehmen können. Den beenden, oh Mann, der... Im normalen Fahrbetrieb wird dieser Zug durch einen Stromabnehmer, der mit der Oberleitung verbunden ist, elektrisch angetrieben. 5 Sekunden. Jedoch ist dieser Stromabnehmer momentan gesenkt. Wir müssen deshalb die ersten Einstellungen mit... Um das Hauptpult einzuschalten, schalten Sie den Hauptschalter auf 1. Wow. Heben Sie nun den Stromabnehmer. Stellen Sie die Stromabnehmer-Auswahldrehknöpfe auf Gleichstrom und Normal. Der Stromabnehmer hebt sich nun automatisch und stellt Kontakt zur Oberleitung her. Gleichstrom, hier und hier, normal, so, oder? Sehe ich das? Guck mal! Die Gleichstromeinstellung verwenden Sie rund um Marseille. Gleichstrom rund um Marseille? Die LGW-Einstellung verwenden Sie außerhalb von Marseille auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke. Okay. Und die Wechselstromeinstellung wird auf anderen Strecken genutzt, die mit Wechselstrom-Oberleitung ausgerüstet sind. Ja, check, jetzt hat's mich schon weggesprengt. Okay. Der Leistungsschalter muss eingeschaltet sein, damit Strom den gesamten Zug erreicht. Jetzt, da der Leistungsschalter aktiviert ist, gut. Die Spitzensignale werden automatisch eingestellt, wenn der Hauptschalter aktiviert wird. Hauptschalter ist aktiviert, aber oder? Gehen Sie sicher, dass Sie die reduzierten Lichter benutzen, wenn Sie einem Zug begegnen, um andere Fahrer nicht zu blenden. Natürlich. Wo muss ich? Wo darf ich? Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, okay, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Er sagt's mir nicht. Bahnsteig. Ach, hier war's, oder? Was war das? Linke Fahrgasttür öffnen. Wenn ich jetzt... Wie soll ich einen Blick auf den Bahnsteig werfen? Hier geht es nicht, oder? Nee. Muss ich hier wieder raus? Na los. So viel Zeit muss sein. Hallöchen. Scheint alles gut zu sein. Tür zu. Beim Öffnen kann ja auch nicht viel passieren, oder? Wieder rein. So, den drücken wir. Dahin geht's auf. So, wie geht's weiter, Kollege? Vergiss es einsteigen lassen, schon passiert, wunderbar. Zunächst müssen Sie einen Bremstest vollführen. Bremstest. Dies stellt sicher, dass alle Bremsen funktionstüchtig sind, bevor Sie losfahren. Verstehe. Zuerst drücken Sie Bremse halten. Dies hält die Bremsen des führenden Triebwagens. Nun drücken Sie auf die Notbremse. Wenn Notbremse. Sie korrekt funktioniert, sollten Sie sehen, wie die Bremsleitung sich schnell bis 0 bar entleert. Wo sehe ich denn das? Hier, oder? Check. Nutzen Sie den neutrale Bremseschalter,
um den Bremshebel zu deaktivieren. Ihr wollt mich Ein blaues Licht zeigt nun an, dass das Lösen der Bremse... Ich meine, ich könnte mir das bis zum Ende anhören. Vielleicht sollte ich sogar tun, gell? Hm. Aber dann will ich euch nicht so lange hinhalten. Sie können die Bremse wieder aktivieren. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob wir das zukünftig anders machen wollen, wenn ich nochmal Tutorials mache. Sollte nun gelöscht sein. Ob ich tatsächlich den Kollegen hier sauber durchsprechen lasse und nicht zu früh drücke und auch das Video nicht probiere runter zu cutten im Tutorial. So. Wäre tatsächlich wichtig. Wenn Sie die Notbremse getestet haben, testen Sie die Funktion der normalen Bremse. Test, test. Dann halten Sie die Zugbremse in der Position lösen, bis die Bremsleitung... Bis die Bremsleitung... Halten Sie Zugbremse auf lösen, bis die HBL-Nadel auf 5 bar rutscht. Hat er? Halten Sie die Zugbremse auf anlegen, bis die Bremsleitung auf etwa 4 bar steht. Check, da oben war es jetzt. Damit haben wir die Bremsen vollständig getestet. Ich leg die mal lieber wieder an, oder? Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Ja, servus. Vorwärts natürlich. Es gibt 3 Fahrmodi im TGW. Oh nein. Kuppeln und Entkuppeln. Die Geschwindigkeit in diesem Modus ist begrenzt und für Rangierfahrten gedacht. Manuelle Steuerung. Dies ist der Modus für das Fahren auf der normalen Strecke. Boah, okay. Und Geschwindigkeitsvorgabe. Dieser nutzt den Geschwindigkeitswähler und wird von Fahrern auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke genutzt, um die maximale Geschwindigkeit zu setzen. Das ist so hart, das hängt nicht so dann ab. Dann fangen wir mal an. Ja, dann fangen wir mal an. Weil Sie sich auf der normalen Strecke befinden, wählen Sie den manuellen Fahrmodus. Hab ich doch, oder? Kombihebel? Wo waren das? Manuell? Stromabnehmer wählen? War das hier doch, oder? Hier hätte ich noch... Nee, hä? Nur mal kurz gucken. Gleichstrom, ach, das war auch... Kann ich jetzt auch gar nicht verändern. Okay, wir machen manuell. Achso, hier ist Fahrmodus, guck mal. Kombihebel, hier außen ist noch Fahrmodus dran. Kuppeln und Entkuppeln, check. Manuell, Geschwindigkeitsvorgabe. Alles klärchen, manuell. Läuft. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Schließen Sie die Türen. So. Schließt er? Er schließt. Also wenn die Passagiere, die Fahrgäste wissen, was jetzt hier los ist. In dieser Einführung fahren Sie bis Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, okay. Zuletzt drücken Sie Bremse halten. Sie sollten nun das gelbe Licht erlöschen sehen. Ja. Und jetzt? Lösen. Lösen, bis die HBL auf 5 bar steht. Ach so. Ah. Ei. Krass. Okay. Der Zug ist jetzt abfahrbereit. Erhöhen. Ich erhöhe mal. Es geht los, Freunde. Nice. Wir machen das ganz gemächlich, gell? Haben keinen Stress heute. Gut, wir bewegen uns. Also, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Es geht los. Also, mir gefällt er. Mir gefällt auch die Lackgebung. Ich meine, mit den Franzosen ist immer so eine Sache, gell? Aber ich grüße schön nach drüben. In schöne Frankreich. Aber der Zug gefällt mir auf jeden Fall. So, wir erhöhen mal ein bisschen. Wie schnell dürfen wir? Wir dürfen gar nicht. Das Einhalten der Geschwindigkeitsbeschränkungen ist wichtig. Natürlich. Wenn Sie zu schnell werden, halten Sie den Bremshebel in der Position anlegen, um langsamer zu werden. Bremshebel anlegen, um langsamer zu werden. Okay. Das ist Kombi. Geschwindigkeitsauswahl später. Okay. Richtungswender. Kombi, links, rechts ist es. Das sieht hier aus. Wie eine Theke, wie ein Tablett. Wie ein Frühstücksbrett. Vielleicht essen die Lokführer drauf. Oh Mann. So, Kombihebel, Leistung 9%. Habe ich die Spitzenbeleuchtung jetzt richtig klar gemacht? Ich bin nicht sicher, gell? Guck mal, ich sitze da drin. Bin auch ein bisschen ängstlich.
Schön, schön, schön. So, ich kann schon beschleunigen, oder? Nee, noch nicht. Aber gleich. Interessanter Verlauf hier. Schönes Gleis verfällt. Marseille, oder? So. Aber jetzt muss ich da auch gleich, das wollte ich schon sagen, 60. 60 darf ich. Und jetzt bin ich mir noch unsicher. Ich habe das ja nicht richtig verstanden. Hier, Stromabnehmer, Stromabnehmermodus oder was? Muss ich da noch was umschalten, wenn ich auf Hochgeschwindigkeit fahre? Wer weiß, ob ich überhaupt Hochgeschwindigkeit fahre, gell? Oh, 60. Stopp, stopp. Na, das soll meiner schnallen, wenn ich... Was mache ich denn denn? Kombihebel, Bremse, okay, verstehe. Und was mache ich aber hier? Ich habe ja gesagt, die Zugbremse kurz. Ah, okay, beides geht, oder? Interessant, interessant. Ach so, jetzt bin ich aber, jetzt habe ich ein, jetzt muss ich den wieder lösen auf 5 Bar, oder? So. Servus. Was sagt man? Bonjour, oder? Den Kollegen grüßen. Wir können Gas geben. Mann, ihr merkt schon. Also das ist tatsächlich für mich jetzt wieder nicht einfach. Aber wir müssen ein bisschen spotten hier. Schi, schi, schi. So, volle Leistung. Was ist denn das überhaupt? Der macht mich schon ein bisschen kirre. Lampe löschen. Das ist wieder garantiert. KVB arrangieren. Ich lasse es mal lieber, gelle, bevor ich irgendeinen Mist mache. Also schöne Strecke auf jeden Fall bisher auch, muss ich sagen. Cooles Großstadtfeeling. Und dass wir hier tatsächlich im TGW so schnell durchbraten, finde ich auch heftig. Die guten Kollegen von mir in Transport Fever 2, wenn wir mal Schönbau machen, die erzählen mir mal, wie langsam die Züge, Hochgeschwindigkeitszüge durch die Stadt fahren sollen, müssen, dürfen. Hier nichts mit schnell fahren, aber das hier finde ich schon nicht langsam, ja, wenn wir 140 lang braten dürfen. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich überall eben auf der Strecke Streckenabsicherung gesehen habe, Zäune oder sonst was. Aber die Franzosen, die werden schon wissen, was sie tun. So. Gut eingepegelt. Nice. Super schön, oder? 14 Kilometer bis Auxen, Provence. Hab schon vergessen, wie es heißt. 137 sind wir unterwegs. Jut, jut, jut. Was denn jetzt? Sie nähern sich dem Spannungswechsel und müssen den Spannungsmodus des Zuges ändern, um weiterfahren zu können. Sie werden dies tun, ohne anzuhalten. Okay. Öffnen Sie den Leistungsschalter, dann schließen Sie ihn wieder. Stellen Sie die Leistung wieder auf an. Hä? Senken Sie den Stromabnehmer, indem Sie den Schalter auf Senken stellen. Stromabnehmer senken. Und wechseln Sie den Stromabnehmermodus zu LGW. So, dann hier wieder hoch, oder? Garantiert. Jetzt ist er noch unten und wir rollen hier lang. Bei solider Geschwindigkeit dürfen wir ja. Stromabnehmer ist nach unten. Jetzt muss mir Johnny nur mal sagen, wie es weitergeht. Also ist die Schutzstrecke, die ist noch 700 Meter lang, links oben steht's. Verstehe. Wo ich denke, danach wird er mir wieder neue Instruktionen geben. Heftig, oder? Also da denke ich, ICE fand ich schon fair. TGW ist ja irgendwie
Auf jeden Fall hat TGW jetzt hier wohl noch ein paar, ja, Herausforderungen mehr für mich. So, Stromsystem unschalten. Sobald Sie das REV-Schild erreichen, hat das Ende Ihres Zuges den Spannungswechsel verlassen. Check, jetzt kann ich Sie doch. Sie können nun den Stromabnehmer wieder heben. Tun Sie dies, indem Sie... Indem ich auf normal mache. Wenn das Leistungsschalter-Symbol aufleuchtet, schließen Sie den Leistungsschalter. Leistungsschalter? Das bedeutet, Sie können nun die Leistung erhöhen, bis Sie die angezeigte Geschwindigkeit auf dem TVM-Display erreichen. Ihr macht mich so fertig. Leistungsschalter schließen, okay. Schön gemacht. Schön gemacht. Sie sind jetzt in der Lage, Ihre Fahrt fortzusetzen. Knöpfle gemacht, Knöpfle gedrückt, schön gemacht, ja. Okay, 300, darf ich hier 300? Nice, ich darf 300, Mädels. Sehr cool. Ich weiß hier immer noch nicht, wo Licht ist. Der hat hier auch die Cockpitbeleuchtung eben alleine an- und ausgemacht. Statt er mir sagt, wo ich muss. Hauptschalter. Deck Licht an. Instrumentenbeleuchtung. Ach, wir lassen es einfach mal so. Hier wird es ja gleich rausgehen aus dem Tunnel. Hier machen wir ordentlich Schubrakete. Wachsam. Warnung, habe ich alles noch gar nicht. Bin ich alles noch gar nicht mit dabei. 270 gleich. Können wir immer noch knallen lassen. Geschwindigkeitsauswahl, ich weiß nicht, ob das schon funktioniert. Jetzt einstellen. Wir sind aktuell bei 150. Und guck mal, ob er hier was hält. Ich kann es mir fast gar nicht vorstellen, es wäre zu einfach. Nee. Gut, können wir wieder nullen. Und er sagt 230. Wir sind auf jeden Fall ewig lange im Tunnel unterwegs, wo meine Spitzenbeleuchtung umgeschalten wird, habe ich noch nicht gefunden. Verdammt. Rechte Fahrgastür öffnen. Rechte Instrumentbeleuchtung. Ah, okay. Linke Instrumentenbeleuchtung. Sandstreuer. Führerstandsbeleuchtung. Ah, okay. Der ist schon mal für drinnen. Habe ich den jetzt angemacht? Sie nähern sich nun Aix-en-Provence. Ich weiß es nicht. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. 170, ich bin viel zu schnell, Mädels. Shit, wir müssen mal hier. Wie schnell, wie schnell? Bin ich jetzt schon so schnell? So, lösen, wieder auf 5 Bar. So, wir sind wieder draußen. So, Licht noch nicht gefunden. 170. 170 habe ich. Schon drunter. Wow, 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 wow. Also, da soll mir einer sagen, dass es einfach ist. Respekt an alle, die tatsächlich bremse ich hiermit jetzt auch? Nicht so richtig. Respekt an alle, die immer so irgendwie durch die Welt fahren mit den großen, großen Zügen. Krass, krass. Finde ich gar nicht so einfach. Und ich bin hier noch im Kindergartenmodus unterwegs, Freunde, gell? Oh Mann. Er blinkt. Oh oh. Ich hab's verguckt. Ich hab's verguckt, Freunde. Notbremsung. Wieso habe ich denn das nicht gesehen? Oh nein, das kann doch nicht das Ende vom Video sein. Okay. Trainingsmodul fehlgeschlagen. Verdammt nochmal. Gut. Also, viel gequatscht, bisschen was gelernt. Sicherlich werde ich den TGW nicht alleine aufrüsten können. Sei es drum. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn noch nicht geschehen, lasst gerne ein Abo da. Jedenfalls freue ich mich natürlich auf eure Likes und Kommentare. What a big fuck hier. Naja, wir machen es normal. Ich mache es normal. Nächste Video dazu wird auf jeden Fall nochmal folgen. Und vielleicht bin ich in Kürze in der Lage, den TGW Duplex solide zu steuern, zu fahren.
Macht's gut, ihr Lieben. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, baba. Servus.